Was? 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 Notgambo wurde von Ayoente besiegt? What? 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 Ja, die haben gesagt, ich soll meine Rüstung droppen und dann musste ich das machen. Und dann hat mich getötet. Nein. Die haben mich getötet. Die haben getötet. Die haben geübt, die Schweine. Leute, heute sind wir wieder zurück in Minecraft-Helden. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir gestern einen der Königskriegern ein Herz gezogen. Das Ding ist, das ist natürlich jetzt, ne, das ist kritisch. Weil, Leute, wenn wir einen von denen ein Herz ziehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die uns auch ein Herz ziehen wollen. Deswegen, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht instant, wenn ich hier joine. Gucken wir. Ich hoffe, keine TNT-Falle, bitte nicht. All good. Amir, Ente, Gambo, Rhiney, Sue. Okay. Uff, ich habe komplett mein Inventar dabei. Ehrlich gesagt traue ich mich nicht mehr so wirklich in die Base rein, weil ich habe das Gefühl, jeden zweiten Tag wird eine Base geleakt. Deswegen, Leute, huch, düse ich einfach mal ganz schnell ab hier, weil ich glaube, hier sind überall Fallen oder sowas. Hier ist es, glaube ich, extremst gefährlich. So, zack. Wir wollen hier hochjumpen. Hier auch nicht erkannt werden von irgendwem. Wir wollen hier ganz unscheinbar bleiben. Ich glaube, Gambo geht soweit gut. Ben ist gerade ja nicht da. Okay. Wir düsen hier einfach ganz schnell ab. Zack. Und wichtige Gegenstände können wir auch nochmal unterwegs sichern, Leute. Puh, okay. Rhiney ist da. Und mit Rhiney, ehrlich gesagt, also das war zwar nicht in meiner Folge drin, aber ich war auch bei Rhiney. Und ich habe den eigentlich was geklaut, um ehrlich zu sein. Aber ich kann es ihm wiedergeben. Aber es waren eh nur so Schutz-3-Bücher. Mir wurden viel schlimmere Sachen geklaut. Meine Rüstung, meine komplette Backup-Rüstung, meine Schutz-4-Bücher. Okay, wir müssen ganz vorsichtig sein. Nicht, dass wir irgendwen hier in die Arme laufen. Und jetzt laufen wir einfach mal zu einem bekannten Spot und werden da ein bisschen einlagern. Weil ich hoffe, da... habe ich mich verlaufen? Nee, habe ich nicht. Aber hier sind relativ viele Bäume. Hinter mir ist da jemand. Hinter mir ist auch keiner. Okay. Easy. Das ist eigentlich, glaube ich, soweit alles gut. Da ist eine Fliege. Und ansonsten... Ansonsten ist hier nichts. Da hinten sind noch abgerissene Bäume. Aber das könnte tatsächlich von mir sein. Weil hier hinten ist ja noch, wie ihr wisst, meine alte Pferdefarm. Die habe ich ja da drüben noch. Das war ein bisschen zu weit, nur das dahin zu delivern alles. So, zack. Hier. Hier ist meine alte Pferdefarm. Puh, okay. Elinskis gehört bitte nichts klauen. Alphastein. Okay, also hier sind 2 Pferde. Nur noch. Pack hier mal Tisrets, den habe ich von Easy bekommen tatsächlich. Geh mal Stuff rein. Birkenholz brauche ich nicht. Bruchstein brauche ich jetzt nicht. Die Schutzbücher brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Puh. Ich würde schon eigentlich ganz gerne in die Base zurück, weil eigentlich bräuchte ich da was raus. Weil eigentlich bräuchte da was, weil ich würde gerne einem unserer Mitspieler würde ich gerne ein Geschenk machen. Ein richtig cooles Geschenk. Das Problem ist, ich traue mich gerade eben, also ich traue mich übelst nicht in die Base, weil ich Schiss habe, dass da abgecampt wird. Wie kann ich einer Person ein richtiges Geschenk machen? For real ein Geschenk. Jetzt nicht so ein TNT-Geschenk oder so. Ich will ein echtes Geschenk. Will ich wirklich delivern. I mean, wir können ja auch ein paar unserer Sachen können wir verschenken. Ich muss nur diesen Spot finden und der ist extrem schwer zu finden. Ich will noch nicht verraten, wen ich was schenken will, warum ich jemandem was schenken will, aber wir verschenken heute was. Wir haben heute die Spendierhosen an, meine lieben Freunde. So, wir müssen einfach ganz, ganz weit in diese Richtung hier. Und dann sollte irgendwann mal das kommen, was ich hier gerade suche. Noch ein Stück. Da hinten, das suche ich nämlich gerade. Und jetzt suche ich hier einen ganz bestimmten Spot. Ich hoffe, ich finde das noch. Das könnte nämlich echt schwer zu finden sein. So. Zack. Okay, jetzt muss ich mich hier ein bisschen zurechtfinden. Wo habe ich das nochmal gesehen? Oh, das war richtig, das war so ein bisschen versteckt. Ey, wir können Blumen einsammeln. Blumen brauchen wir auch dafür für das Geschenk. Ist ein nettes Geschenk. Ich schwöre, Leute, das ist ein süßes, nettes Geschenk. Zack. So. Boom. Haben wir ein paar Blümchen. Ah, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich was finde. Es ist auf jeden Fall nichts über... Also jetzt nicht so riesig groß, aber es ist auch jetzt nicht crazy krass zu übersehen, sage ich. Ein Katzenfisch war da, aber den suche ich nicht. Oh, hier ist Licht, oder? Ach, das sind Seegürkchen. Deswegen leuchtet das hier so. Boah, ich könnte hier einen crazy Froschtempel oder so machen. Ich glaube, hier war das nicht. Alter, hier ist sogar Magma. Was ist da hinten?
Noch ein Katzenfisch. Ich glaube, ich habe hier letztens sogar ein Krokodil gefunden. Und ein kleiner Froggy. Noch einer. Wie süß. Ich finde die Stelle hier nicht mehr, aber sie muss hier irgendwo sein. Oh, Sue hat das Spiel verlassen, Gott sei Dank. Ich glaube, der hat ein Auge auf mich und Gambo geworfen. Und Ben halt. Auf alle. Auf Flo, Gambo, Ben. Ich hab's. Jo, ich hab's wirklich gefunden. Eigentum von Kianis. Jetzt wisst ihr auch, wen ich hier eigentlich beschenken will. Eine Sekunde. Kann ich... Das ist ein bisschen Grabschändung hier. Tut mir leid, aber ich wollte nur gucken. Und jetzt kommt auch der Grund, warum ich Kian beschenken will. Weil das Ding ist, der hat heute Geburtstag, das alte Haus. Deswegen machen wir das hier doch mal ein bisschen schick. Zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier wohnt, ehrlich gesagt. Aber wir können hier doch mal so ein kleines Grußpaket hier lassen, nicht? So, zack. Ein Buch habe ich leider nicht dabei. Ich könnte eine Werkbank hier machen. Bumm, bumm. Dann machen wir eine kleine Kiste hin. So, zack, zack. Dann machen wir noch einen goldenen Apfel rein. Was können wir noch reinmachen? Eisen, zack, 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 zack. Und Steaks für die Gains, Leute. Und ein paar Kartoffeln. Ja, Zuckerrohr hatte ich hier tatsächlich irgendwie gefunden. Aber das Ding ist, ich glaube, ich finde hier eine Kuh. Oh mein Gott, die habe ich gerade gesucht. Ein kleines Buch wäre halt cute. Zack, zwei. Das reicht eigentlich auch schon. Dann brauche ich nur noch da hinten das Teil. Hier sind kleine Katzenfische wieder. Eigentlich voll die geile Umgebung hier. So, dann können wir wieder back. Hä, wo war das nochmal? Hier drüben, hier drüben. Brauche ich noch ein bisschen Licht oder sowas? Eine Fackel kriege ich gerade nicht hin. Schade. Aber egal, wir können hier ein kleines Buch machen. Und zwar erstmal brauchen wir das hier. Bumm, dann haben wir drei Papier. Dann haben wir das hier. Und dann können wir ein Buch machen. Zack. Oh nein, ich brauche Buch und Feder. Oh, das geht mit zum Tintensack, oder? Ich brauche ein Hühnchen dafür und einen Tintenfisch. Ja, okay. Das könnte jetzt schwierig sein. Also Hühnchen, glaube ich, kriege ich schon eher hin. Tintenfisch eigentlich auch. Tintenfisch sollte eigentlich auch easy sein. Aber ich sollte mir mal die Koordinaten hier abspeichern, Alter. Ich muss ja hier wieder hinfinden. Phantoms. Okay, Koordinaten sind abgespeichert. Da hinten leuchtet es wieder. Ich schätze mal, das sind ein paar Seegürkchen. Aber, oh, Alter, was ist das für ein Giga-Katzenfisch? Der hat sogar einen richtigen Bart, Alter. Yo! Der ist riesig, der Katzenfisch. So, oh mein Gott, Hühnchen. Praktisch. Okay, dann haben wir sogar fast alles. Dann fehlt uns nur noch... warte, wir haben die Federn. Dann fehlt uns nur noch ein Tintenfisch. Aber den finden wir jetzt auch. Leute, wir müssen hier nur irgendwie aus diesem Biom hier kurz raus. Sollten wir easy einen Tintenfisch kriegen. Boah, Sumpfbion, das sieht... Das Sumpfbion sieht richtig krass aus. Creeper. Kakerlake, Alter. Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Da hinten geht es, glaube ich, raus aus dem Sumpf. Aus dem Sumpf. Ey, diese Seegurken sehen so strong aus. Liebe Seegurken. Okay, hier müssen irgendwo... Irgendwo hier müsste doch ein Tintenfisch sein. Irgendwo hier. Hier sind doch 10.000 Wale immer. Ist das da hinten? Ah, das ist diese Netherinsel. Oder? Was ist das denn hier? Oh mein Gott, das ist riesig hier. Ah, das können Tintenfische sein. Ah, nee, das sind solche. Die ja praktisch. Vielleicht droppen die ja einen Dreizack oder so. Der hier hat einen Dreizack. Hat er gedroppt? Nee, hat er nicht. Ich glaube, die können auch Verstärkung rufen, hat mir jemand gesagt. Das ging wie folgt. Ich muss einen mit der Hand schlagen. Eins, zwei, drei. Kann ich auch so droppen, ohne einen Dreizack zu haben? Dreizack wäre schon crazy. Oh Mist, ey. Hier war kein Dreizack drin. Ist hier vielleicht noch eine Kiste oder so? Ja, hier ist sogar eine Kiste, Leute. Alter, das sind auch Minecraft Physics. Ich kann hier einfach unter dem Ding hier Lava haben. Kohle. Schatzkarte. Boah, können wir einen Schatz finden? Wait. Ich will einen Schatz finden. Das könnte schwer sein, aber nicht unmöglich. So, so, so. Schatzkarte. Komm schon. Nee, ich sehe hier keinen Schatz. Nee, nur dieses Teil hier. Aber keinen Schatz. Nee. Ich glaube, das können wir nicht sehen, weil die Map halt überarbeitet ist. So, wo haben wir jetzt hier einen Tintenfisch? Wir brauchen doch nur einen. Ohne Witz, Tintenfische gibt es immer so viele. Bei Walen und so. Ich sehe immer so viele Tintensäcke, aber hier nicht. Da, Tintenfisch. Oh, endlich. Zu fünft auf einen gehen, merke ich mir. Zu fünft auf ein. Schweinerei. Bock auf 1 versus
1. Oh, Jemini. Ich hoffe, er sagt jetzt nicht ja. Wir kommen gerne. Wir kommen gerne. Wo bist du? Nee. Wir kommen gerne. Das. Oh mein Gott, da sollte ich niemals hingehen. Vor allem, warum? Ich meine, gestern waren wir auch bei Rhiney. So, da waren Crimex und ich. Ja, so wie ihr das macht. Paul Berger, Ampel und viele mehr. Mit 5 Leuten auf Denergy. 5? Wir waren nicht 5. Warte kurz. Ben, Gambo, Flo, ich. Wir waren zu 4. Das ist eine Lüge. Das ist eine astreine Lüge. Ich überlege gerade, was ich machen soll. Okay. Wir widmen uns hier wieder den anderen Ding. Wir waren übrigens nur zu 4, möchte ich sagen. Außerdem, ja, wir halten halt zusammen, ne? was soll ich sagen? So, wir machen jetzt hier erstmal ein Buch, weil ich denke hier an die wichtigen Dinge des Lebens, an Geschenke. Buch und Feder können wir easy machen. Zack, 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 zack. Bumm, ready. Okay, dann zack, zum Geburtstag. Boah, ist das ein schwieriges Wort. Alles Gute und hier ein kleines Geschenk von mir. Viel Spaß damit. LG Elinski, yo. Zack. Ich kann es auch signieren. Alles Gute zum alles Gute einfach. Nee, warte, wir nennen es Happy Birthday. Happy Birthday. Signiert. Bumm. Okay, dann packen wir das hier hin. Damit das symmetrisch aussieht. So. Ist doch fresh. Ist doch fresh, Leute. Einfach Geburtstagsgeschenk. Okay, Leute. Ich überlege gerade, ob ich... Oh, vielleicht könnte ich einen Hasen finden oder so, weil ein Rucksack wäre echt praktisch. Hier ist nämlich ein Rucksack, den man sich craften kann, aber dafür braucht man halt Kaninchen, Fäden und ein Eisen. Faden und Eisen kriege ich ja easy hin, aber das Kaninchenfell, weiß ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Da ist einfach ein Krokodil. Chompy. Hä? Wo ist der? Wo ist das Krokodil? Ist es gestorben? Ich habe Level bekommen. Oh! Krokodilpanzer. Krokodilpanzer. Ist das... Ah, Mist. Das ist leider nicht so stark. Und dafür brauchen wir auch 5 Stück von dem Zeug. Übrigens nicht 5. Keine Ahnung, was ich da gerade in meinem Kopf ausgerechnet habe. War komplett falsch. Es wäre auch cool. Ich glaube, das werde ich gleich auch mal probieren. Leute, ich suche einfach mal ein paar Krokodile. Ich glaube, ich werde dann mal was Kleines vorbereiten ich werde was vorbereiten in der Paulberger Burg. Das wird, glaube ich, cool. Aber dafür brauche ich jetzt noch mehr Krokodile. Und das Ding ist halt, den einen habe ich jetzt gerade gekillt. Aber eigentlich brauche ich die lebend. Kann ich die auch vermehren? Das wäre crazy. Okay, Leute, ich habe jetzt eine Mission. Ich habe jetzt eine neue Mission, und zwar will ich eine neue Falle bauen und dafür brauche ich halt Krokodile. Ich glaube, das könnte funny werden. Das wird eine funny Falle. Hier ist sowas. Wird das schon gelootet? Safe, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Was? No way. Ich habe Jamelo gefunden. Und eine Hexe. Nein! 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 Die Hexe wurde... Oh Gott, ich hoffe, die überlebt das. Ich brauche Fisch. Ich brauche schnell Fisch. Oh mein Gott. Ich habe meinen Lava-Eimer einfach fallen lassen. Wir brauchen ganz viel Fisch. Wir müssen sie heilen. Oh no. Oh no. Ich muss die Katze heilen. Ich habe Jamelo einfach gefunden. Heute ist Tag der Geschenke, Leute. Wo sind hier Fische? Wir brauchen schnell Fische. Da. Der fährt weg. Der Fisch will weg. 3 Fische sollte, glaube ich,
ausreichen erstmal. Wir müssen gleich schnell den Ofen machen, weil ich will die Katze wieder heilen. Okay, Ja, gar kein Problem, Mizi. Ich hab dich. So, wir brauchen Werkbank, wir brauchen einen Öfen. Hä? So, und wir braten mal die Hälfte davon. Können wir dir das geben? Oh mein Gott. Hier ist nix. Ist da hinten noch was? Ich komme gleich wieder. Da hinten ist nämlich noch so eine Hexenhütte. Da ist auch eine Hexe drin, sehe ich. So, zack, bumm. Wir machen hier heute Tag der Geschenke, meine lieben Freunde. Zack, zack. Und ich glaube, diese Katze bringen wir einfach mal kurz zurück. Die andere Katze holen wir gleich auch ab. Oh Gott, die Koordinaten brauche ich noch. Ich glaube, wenn ich nicht dumm bin, dann sollten... Oh mein Gott, ich bin 2000 Blöcke weg. Boah, ist ja crazy. Ich muss das jetzt hier auf jeden Fall ins Minus bekommen. Also hier. Hier lang, genau. Dann bin ich richtig. Dann bin ich auf dem richtigen Weg, Alter. Und dann können wir Ben einfach Gemelo schenken. Weil ich glaube, Ben hat noch keinen Gemelo. Dann haben wir heute schon zwei Geschenke gemacht. Ohne Witz. Das könnte das dritte Geschenk sein. Das dritte Geschenk kommt von euch. Und zwar ein Like und ein Abo, Alter, weil wir kurz vor der 1 Million stehen, Leute. Knattert da mal ein Like und ein Abo rein, Alter. So, wir sind wieder auf Festland. Das heißt, wir können wieder unser Pferd hoffentlich gleich rufen. Komm schon. Komm. Komm schon. Was? Hey, komm. Komm zurück. Komm zurück. Hey, hey, hey. Stopp. Stopp, Gemelo. Stopp. Ich bin's. Ich bin's. Du kennst mich. Gemelo. Stopp. Stopp, Gemelo. Gemelo. Stopp. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich will dir nichts. Fisch. 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 Komm her. Gemelo. Gemelo. Oh, ich muss diese Katze einfangen. Komm schon. Oh, die Katze ist zu schnell. Komm. Na, komm. Komm schon. Nein. Du sprintest mir nicht weg. Oh, ich hab hier Kabeljau. Komm, ich hab hier Kabeljau. Komm schon. Hab ich dich. Oh, meine Güte, ey. Das war eine schwierige Geburt. So, zack. Jetzt können wir auch raufsteigen. Und Gemelo bringen wir hier an diesen Ort. Aber wem gehört dieses Pferd hier? Hat das einen Namen? Oh mein Gott, das ist Alfredo Junior. Oh mein Gott. Ich habe einfach Alfredo Junior gefunden. Okay, cool. So, zack. Dann haben wir, Katze Nummer 1 haben wir auf jeden Fall jetzt geholt. Dann holen wir jetzt Katze Nummer 2. Die sollte ein bisschen leichter zu fangen sein, weil sie ja eh sitzt. Und weil sie bereits mir gehört. Die andere Katze, die muss Ben sich noch erarbeiten. Erschuften. Ben muss aber auf sein Pferd aufpassen. Stellt euch vor, irgendjemand Gemeines nimmt den Diamantharnisch einfach. Ist die Eislaufer drauf? Nee, schade. Schade, schade. Das wäre zu cool gewesen. Aber stellt euch vor, jemand klaut den Diamantharnisch. Das wäre voll gemein. Das ist ja voll blöd so. Mal gucken, ob es Ben auffällt. So, und da wären wir jetzt auch schon bei meiner Kitty Cat. Hallo. Zack. Okay, und dann können wir jetzt wieder hier abdüsen und wieder zurück auf die Maininsel. Let's go, Freunde. Was? 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 Notgambo wurde von Ioente besiegt? What? 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 Was? What? Er hat ein Herz verloren? Oh mein Gott. Nein. 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 Oh mein Gott, Alter. Yo. Haben die einen Fight gemacht oder so? Was ist mit Gambo passiert? Gambo hat jetzt ganz schnell ein Herz verloren. Oh mein Gott, Alter. Nein, er hat das Spiel verlassen. Oh no. Oh no. Oh no. Ihr Monster. Alter Schwede, ey. Die haben jetzt Gambo einfach ein Herz geklaut, Leute. Leute, das ist der Major-Krieg. Der Major-Krieg ist hier gerade am Abgehen. Yo. Der ist wirklich, es ist wirklich verrückt.
Die hören einfach nicht auf. Sie hören einfach nicht auf. Und das bedeutet, es gibt Major-Krieg. Die haben sich jetzt mit Chaosflo, mit Benson, mit Gomme HD, mit meiner Wenigkeit und mit den Paulberger Rittern angelegt. Also, boah, das gibt heftig, also das gibt eine heftigere Tourkutsche, schätze ich. Oh mein Gott. No way. Jetzt hat Scambo dahin gerafft. Ey, wir müssen einfach unsere Falle zu Ende bauen und Ente kriegen. Das ist einfach Pflicht. Wir müssen den Ganoven fangen. Alter Schwede. Wir müssen auch das ganze Konstrukt müssen wir zerstören. Wir müssen Amir, der hat uns ja auch gedroht. Also scheint er ja offensichtlich mit Ente zusammenzuarbeiten. Oh Mann, ey. Seht ihr das, Leute? Gambo ist gestorben. Nein! Ich hoffe, er hat seinen ganzen Stuff nicht verloren. Oh Mann, ey. Aber wir können nicht zurück zur Paulberger Burg. Wir können nicht zurück. Wir können da nicht hin. Wir können da nicht hin, Leute. So, ist hier die andere Katze noch? Yeah, die ist da. Also ein Geschenk für Ben, das hatten wir tatsächlich ready, Leute. Gambo! Du bist gestorben! Du warst willkommen im Club der Zweiherzigen. Die Zweiherzigen, let's go. Ja. Ich bin neues Mitglied, komplett nackig. Ich habe nur meine Fischschuhe an. Du hast gar nichts mehr. Haben die dir deine Rüstung abgezogen oder was? Ja, die haben gesagt, ich soll meine Rüstung droppen. Und dann musste ich das machen. Und dann nein, Gambo, getötet. Nein. Die haben mich getötet. Die haben getötet. Die haben Rache geübt, die Schweine. Mann, ey. Oh, aber du musst aufpassen, Lida. Die sind laut her. Ja, ich bin die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit in One-Cyclen und so. Die werden mich nicht finden, Mann. Ich bin ihnen die ganze Zeit an. Gambo, was habt ihr gemacht? Florian, wo warst du? Ich hab deine Hilfe gebraucht. Wir sind doch Verbündete. Gambo, das ist wieder. Ich hab nur deinen Anruf gesehen in meinem Handy und dann war schon mein zu spät. Blaues Herz wurde genommen. Aber Gambo, ich hab dir genau gecallt, dass das passieren wird. Ja, ich hab so. Also, da muss man doch kein Sherlock für sein! Meine Koordinaten wurden geleakt! Ja, okay, dann sag mal, was ist passiert? Du bist einfach online gekommen und was dann? Ja, das Ding ist, also zum Glück, also es hat sich ja, wie gesagt, es hat sich schon angebahnt, dass die uns raiden werden. Deswegen habe ich ja schon ein bisschen was in mein Geheimtresor saven können, wo keiner weiß, wo es ist. Mhm. Ich denke, nur Gomme weiß, wo es ist, weil wir schon länger unser Schwarzpulver saven wollten. Oh, du hast nicht alles verloren? Nee, ich habe nicht alles verloren. Also ich habe halt alles verloren, was ich bei mir hatte und alles, was in der Base war. Und das waren halt nur 90% der Sachen. Das ja, einzige, hast du nicht neulich geprahlt, wie viele Rüstungssets du hast? Ja, also zwei Sets hat Gomme, ein Set hatte ich an, das musste ich droppen. Mhm. Und die anderen beiden sind im Tresor. Also wir haben bis jetzt nur ein Set verloren. Was passiert? Sue und Ente waren einfach da, oder wie? Nein, also das Ding ist, ich habe die vorher schon gesehen, dass die bei mir in der Nähe am Rumlungern waren. Nein. Weil ich mit dem Pferd durch die Gegend geritten bin, weil ich noch ein, zwei Besorgungen gemacht habe. Und bin dann erstmal von links nach rechts, hab geguckt, okay. War dann irgendwann in der Base, als die dann weg waren. Und das Kranke war halt, ich war original im TS, hier mit Ebru, Elina, Ben und so, gar kein Thema. Nee. Chill hier so bei meinem Verzauberungstisch, auf einmal höre ich Wasser fließen. Nein. Ich drehe mich um, sag im TS, Leute, die kommen mich holen und mute mich rein. Oh mein Gott. Hab mich reingemutet, hab meine Aufnahme angemacht und sehe einfach nur, ich kann das hier nochmal nachstellen, so sehr original hier, dass von oben Wasser runterkommt, Sue kommt runter, Ente kommt runter. Nein. Der Grund, wieso, okay. Also es gab zwei Gründe, warum die mich nicht instant killen konnten. Erstens, ich habe hier eine Million, nennt man das so, diese Falltür? Nee, nicht Falltür. Ich weiß schon. Genau. Ich habe eine Million Druckplatten auf dem Boden platziert, sodass die richtig vorsichtig waren und von unten den Boden aufgegraben haben. Und ja, ich habe mich voll ausgerüstet in eine Ecke gestellt, wo vorher ein Armor-Stand stand. Und Ente hat gedacht, dass ich ein Armor-Stand bin. No. Also der hat es nicht gerafft. Der stand da die ganze Zeit. Der hat den Boden abgebaut. Ich war permanent im F5. Der ist einmal sogar halb an mir vorbeigerannt. Und irgendwann konnte ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen und habe ich gelacht. Nein! Gambo hat aber auch durch sein Lachen verloren. Ja. Nein, also der hat mich auch so schon. Also wenn er mich anguckt, weiß aber er das Ding ist, Gambo, weißt du, was man in so einer Situation am besten machen hätte sollen?
Einfach wegraben. Einfach weggraben? Warum hast du das gemacht? Stimmt. Ich sag, ja, das ich sag ehrlich, halt. Das erstens, das hörst du und zwei, also die waren unmittelbar, die waren zwei Blöcke von mir entfernt. Ja, aber zweitens. Die können dir einfach geschwindigkeitstechnisch nicht nachherkommen. Weißt du, wie man mit dem Wassereimer kriecht? Ja, klar. Wenn du das gemacht hast, die hätten dich nie bekommen. Ja, das stimmt auch. Kopfwolf sind dir auch weg. So schnell habe ich nicht geschaltet. Ich dachte, ich kann vielleicht noch ein bisschen mit dem quatschen, aber das war eher weniger quatschen. Das war ein bisschen quatschig. Ich dachte, wir können vielleicht einen Deal aushandeln oder so. Ja, aber Gambo, du weißt. Enter hat da kurz einen Prozess gemacht. Jetzt ist Ende im Gelände. Jetzt kracht's komplett. Ich werde alle meine Gefallen einlösen und alle Allianzen mobilisieren, dass das Ding krachen geht. Ente läuft morgen wirklich humpelnd durch die Gegend mit einem Herz weniger. Das nächste ist, Elina ist jetzt das nächste Prime-Target. Ja, das stimmt. Aber Elina wird auch auf 1 knallen. Ja. Mhm. Ja, das sind denen aber 2 zu viel, checkst du? Ja, check. Ja, dann sollen sie auf dich gehen. Nee. Das trauen die sich aber nicht. Das stimmt. Sie können zu 5 auf dich gehen. Ich hab dir ein Grab gebaut, Gambo. Oh, ey, ich hab eigentlich richtig Bock, einfach meine Base zu leaken und World Border und sagen, kommt her, holt mich. Kommt euch, traut euch. Doch. Traut euch! Ich gebe euch Ravagen! Ja, ich hab's Muskeln. Die haben 10 Doppelkisten Gunpowder in die Luft gesprengt, ne? Nein! Doch. Die haben es nicht mal also dafür hatten die auch keine Zeit. Was? Die hätten keine 10. Wir haben 10 Double Chest Gunpowder hier gehabt. Die konnten es nicht mitnehmen. Die haben sich vielleicht ein Inventar oder ein halbes Inventar voll gemacht. Das ist gut. Und den Rest haben die in die Luft gesprengt. Aber das Ding ist halt, wir haben eine vollautomatische Farm. Die 10 Doppelkisten haben wir morgen wieder. Ja, das ist egal, sagst du. Das ist das Problem. Ja. Also Gunpowder ist egal. Aber sag nochmal, wer hat dich attackt? Wer hat dich gekillt? Sie oder Ente? Wer war das denn jetzt? Hallo? Warte mal ganz kurz. Irgendjemand spielt hier die ganze Zeit so einen Dröhner ab. Was? So ein Horn. Hä? Irgendjemand drückt hier Horn. Digga, Elina, bist du hier? Ich bin nicht. Ich schwör, ich hab kein Horn. Irgendjemand ist hier. Ich werde jetzt nicht zweimal an einem Tag geradet. Das mache ich nicht mit. Hä? Das ist für eine geile Folge, Alter. Ja, super. Ja, das könnte ein Pillager-Trupp sein. Ja, besser ist auch. Ich mach mich mal aus meiner Base raus hier. Mir alles zu heikel. Okay, was habt ihr gerade gesagt? Also Flo hat gefragt, ob die zwei Doppelkisten Gunpowder weggemacht haben. Ja, das heißt, unsere Lieferung ist safe, Gambo. Lieferung kannst du noch bekommen. Ja, dann vergiss das Leben, das ist wichtiger, die Lieferung, Gabo. Ja, geil. Bodenlos ist das wirklich. Lieferung, also ich werde mich ehrlich, heute Abend nochmal ransetzen und Gunpowder anholen. Ich warte schon seit Projektbeginn, endlich fighten zu können. Ich habe keinen Bock auf diese dreckigen Fallen, die ganze Zeit. Das ist so langweilig. Ich will endlich mal fighten. Flo, jetzt hast du einen Grund. Du kannst mich rächen. Flo, ich habe schon lange einen Grund. Aber die verkriegt sich immer, wenn ich onkomme. Das ist halt langweilig. Ja, das war aber wir klar. Wir müssen uns mal mit denen einen Fight ausmachen. Ja, das stimmt. Like, alles. Ich kann mir nichts mehr farmen, was mir mehr so bringt. So 4 gegen 4 auf dem Hinterhof. So ein dreckiger Kampf muss das sein. 4 gegen 4 auf Jungle. Oh yeah. Das wird bodenlos. Okay, Leute, ich versuche jetzt mal meine Sachen hier zusammenzukramen. Ich muss jetzt nämlich Stein abbauen für Steintools. Okay, Leute, ich baue mir eine Megafalle, wo alle sterben werden. Spaß. Ja, mach das bitte. Oh, aber Gambo, ich kann dir die Rüstung und die Sachen von Denergy geben, einfach, wenn du die haben willst. Dann haben wir einen Trade. Ich habe dem seine volle Rüstung und Schwert. Ja, dann, ja, perfekt. Da muss ich nicht auf Backup-Sachen zurückgreifen oder auf Gomme warten. Ja, Mann. Das wäre schon wild. Ich will mal nur sagen, so, also falls jemand jetzt Bock hat, ein bisschen Stress zu machen, Ian ist seine Base, ist einfach komplett offen und seine Mob-Farm ist aus Holz gebaut. Will ich nur mal so in den Raum merken. Und er ist jetzt offiziell Königskrieger und hilft zu Sue und Ente. Echt? Der gehört zu den Königskriegern? Ja, die sind zu 4 jetzt. Also zu 5 mit Energy. Okay. Aber Energy ist auf mein Herz, der ist jetzt eigentlich raus. Ja, das stimmt. Wir haben die schon gut geschwächt. Und wir werden die noch mehr schwächen. Zack, zack. Zap, zap. Das werden wir zack, machen. Zack, zarab, links, rechts. Bam, bam, bam. Herz weg. Nee, alles klar. Ich bin jetzt mit Pferdjamin unterwegs. Ich bin auch gerade unterwegs auf dem Road. Junge, bei unseren Meeting-Leader. Ich bin auf dem Pferd geritten, auf einmal was weg.
Hä? Wie? Ich war weg. Nein, ich bin auf einem Pferd geritten, auf einmal hatte ich das wegtippelt. Ach so, lol, dann war es meins. Okay, Leute. Das heißt, wir ziehen jetzt Plan E. Okay, Leute, wir machen jetzt DaVinci Code 27 Alpha Omega. Ja, genau das den meinte ich. Das sagen sie so, ja. Das sagt sie immer. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt DaVinci Code 2 einleiten. Okay, Leute, wir machen jetzt den One Cycle. Let's go. DaVinci Code 2, let's go. Da bin ich doch dabei. Ja, das Ding ist, ich würde ehrlich gerne, wenn ich draufgehe, juckt bin ich, ja? Ich will einfach die Action haben. Ich will einfach mal einen Fight gegen ihn haben, der fair ist. Ein 4 gegen 4, ein 1 gegen 1, irgendwas. Check, fühle ich. Flo, ich erwarte da aber auch wirklich, wenn wir da in den 4 gegen 4 gehen, dass du meinen Gegner mit übernimmst. Ja, du musst einfach nur überleben, okay? Ich baue mich dann sobald auch ein. Einer stirbt, hat das Team so gut wie verloren. Ja, das stimmt. Das heißt, wir müssen echt aufs schwächste Glied aufpassen. Ja, also erstmal vom PvP-Aspekt her und ich habe halt auch nur 2 Herzen. Also die werden halt dieses Prime-mäßige auf mich gehen dann. Also das. Ja, woraus wird deine Herzen? Wenn dir deine Freunde nicht bei deinen Herzen wert sind, Gabo. Ich hab doch schon eingetankt für eure Kackaktion gestern. Wisst ihr, was aber auch über OP ist? Wenn man irgendwo ein fremdes Pferd sieht, dann hat sich da ja vielleicht jemand ausgeloggt und dann da einfach zu warten, bis die Person sich wieder einloggt. Weil ich glaube, ich habe hier das Pferd von Yami gerade gefunden. Oh, denkst du? Ja, safe. Ich glaube, das hieß so auf jeden Fall. Ich glaube, es gab nur ein Pferd, was Smitty Worben Jaggerman Jensen hieß auf der Insel. Ja, das ist clean, das von Yami. Bring's um! Die, dich mit Smitty. Okay, Leute. So, passt Leute! Passt auf euch auf! Ich mach Durchziehungs- Denkt ihr eigentlich, man kann eine Falle damit bauen? Like, du machst ein Pferd irgendwo rein auf Druckplatten und sobald es tippet wird, lösen die aus. Ja, das geht. Aber ich es muss halt mal, jemand aber daneben es muss stehen. Geladen sein. Der Chunk muss geladen sein. Oh. Minecraft-Standardwissen. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag Bescheid. Alles klar, Jode. Ich mach mal einen Durchzieher. Wir hören uns. Ciao. Euer Benson. Ciao. Huch, da ist eine Gruppe. Mit Blackjack und Russig. Interessant, Leute. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gambo ist jetzt gestorben, das heißt, es gibt jetzt heftigen Krieg. Wir müssen darauf achten, wo Ente ist und wir müssen ihn killen. Aber das geht leider nur mit einer Falle und ihn sein ganzes Zeug klauen. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Haut rein und bis morgen. Tschüssi!